Der Mittweidaer Ortsteil Frankenau lud am vergangenen Wochenende zum 19. Vereinsfest seiner SG. Einer der großen Höhepunkte war die Einweihung des neuen Sportplatzes. Dieser wurde nach einer 10-monatigen Bauzeit im Mai fertiggestellt. Zur Einweihung des Platzes konnte die SG Frankenau Vertreter des Stadtrates, des Kreis Sport- und Kreis Fußballbundes begrüßen. In seiner Rede sagte Matthias Backmann von der SG Frankenau, dass der Sportplatz vor fast 70 Jahren in Eigenleistung der Frankenau gebaut wurde. Im Oktober 1950 fand hier das erste Spiel statt und seitdem wurde hier im Männer- und Jugendbereich ununterbrochen aktiv gespielt. Nicht nur die Großen, auch die kleinen Frankenauer freuten sich über den neuen Platz und sorgten für die kulturelle Untermalung der Eröffnungsveranstaltung. Dieser wohnte auch Oberbürgermeister Ralf Schreiber bei. Mehr als 400.000 Euro hat die Erneuerung des Platzes gekostet. 66% davon wurden über das Projekt Zukunftsstadt gefördert, erklärte er in seinem Grußwort. Um 14 Uhr ging es los, da erfolgte der Anstoß zum Einweihungsspiel des Platzes. Gegenüber standen sich die Spielgemeinschaft SG Frankenau Altmittweida und die Traditionsmannschaft des FC Erzgebirge Aue. Die Auer hatten unter anderem Skerdilet Kuri, Udo Tautenhahn, Enrico Kern, Jens König, Ronny Young und Borislav Tomoski aufgeboten. Die Hausherren wehrten die erste Welle der Gäste ab und Kai Schian erzielte nach diesem Pass in die Tiefe von Brian Hänig in der zweiten Minute das 1:0. In der vierten Minute glichen die Gäste durch Ronny Young aus. Die Platzherren hielten weiter tapfer dagegen. Hier konnte Sparmann rechtzeitig klären. Auch der Torhüter konnte sich mehrfach auszeichnen. Gegen diesen Schuss von Udo Tautenhahn war er allerdings machtlos. Die Platzherren wehrten sich trotz weiterer Auertreffer. Dominik Engelmeier verkürzte auf 2:3. Kurz danach hatte Danny Löwe nach Vorarbeit von Carsten Sparmann das dritte Tor für die Gastgeber auf den Füßen. Beim nächsten Angriff über Naumann und Schian machte Löwe es besser. Da stand es 3:8. Am Ende hieß es 5:17 für die Erzgebirgler. Im Nachfolgespiel ging es für die B-Junioren des SV Germania Mittweida gegen den Radebeuler BC um den Einzug in die nächste Runde des Landespokals. Mittweida gewann 3:1 durch Tore von Wende, Miro und Entmann. Ein weiterer Grund, das 19. Vereinsfest und die Einweihung des Sportplatzes in Frankenau gebührlich zu feiern.